Dein Zeitungshoroskop liest du vielleicht, aber dein Sternzeichen, das kennst du sicher. Aber die Astrologie, die hat noch viel mehr zu bieten. Nämlich, sie kann uns Auskunft darüber geben, wie es in den nächsten 20 oder 50 Jahren mit der Wirtschaft weitergeht, wie es mit der Politik weitergeht, mit den Kriegen, mit den aktuellen und auch, wie du, wenn du vielleicht eine eigene Firma hast, dich gut auf die nächsten Jahre ausrichten kannst. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen jetzt über das Thema Wirtschaftsastrologie und astrologische Markenbildung. Das ist ja ein spannendes Thema. Schön, dass du da bist. Ja, Bettina, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Klasse, dass wir heute auch mal über diesen Bereich der Astrologie sprechen können. Wie du sagst, es ist ja bislang immer als sehr großer Unterschied wahrgenommen worden, da diese esoterische Astrologie und da diese knallharte Welt der Wirtschaft. Aber im Grunde lässt sich das irrsinnig gut verbinden, weil nicht nur ein Mensch hat einen Charakter, eine Persönlichkeit, sondern auch eine Marke, eine Firma, ein Unternehmen. Ja? Und es ist halt die Kunst, bei generell im Bereich des Brandings, also der Markenentwicklung, der Markenbildung, dem Unternehmen sozusagen ein unverwechselbares Gesicht zu verleihen. Ja, also am besten keins von diesen 10 Standard-Images, die jeder übergestülpt bekommt. Keine Ahnung, hier im Schwäbischen ist es ja oft dann Innovation trifft Tradition oder umgekehrt, sondern wirklich was zu dem Unternehmen selbst passt. Und da kann man mit dem Horoskop natürlich genau dasselbe machen wie bei einer Person, beim Menschen. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil normalerweise schaut man ja, wann ist der Mensch geboren, wo ist er geboren und um welche Uhrzeit. Aber wie kann man denn sowas für eine Firma machen? Also ich meine, beziehungsweise für ein festes, statisches Ding, was kein Lebewesen ist. Wie kann man denn überhaupt die Astrologie auf eine Firma anwenden? Ja, auch eine Firma hat natürlich ein Geburtsdatum. Das ist der Zeitpunkt der Gründung. Ja, das ist bei jedem Unternehmen ein bisschen verschieden. Das kann mal der Gründungszeitpunkt sein im Sinne von Gesellschaftervertrag. Das kann sein, wo man zum ersten Mal den Laden aufgemacht hat. Das kann sein, da, wo man die Gründungsidee hatte. Ja, das heißt, da muss man so und so dann entsprechend anhand von 10, 15 Ereignissen aus der Unternehmensgeschichte verifizieren, welcher dieser Zeitpunkte da den besten Cluster bildet. Ich habe ja da auch eine eigene, ganz innovative Technik entwickelt, das Gruppenhoroskop, wo du halt wirklich auch 20 Horoskope gleichzeitig zusammenschauen kannst. Und so kann man dann schon sehr, sehr schnell sehen, in welchen beispielsweise Tierkreisarealen sich dann eben die Planeten bündeln beim Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen viele Löwen hat, dann ist es sehr führungsstark, oder wie kann man das? Oder wenn es viele Erdzeichen hat, wie Steinbock und Stier, dann sind die eher, haben die gute Finanzen. Also das, wenn man es jetzt mal so ganz vereinfacht sagen würde, geht es so natürlich in diese Richtung. Ja. Ja, also jetzt eine Firma, die viel im Löwen hat, da geht es eigentlich immer darum, Lebensfreude zu vermitteln. Ja, das sind oft Event-Marketing-Angelegenheiten. Und Luxusobjekte. Ja, oder eben von den bekannten Marken, Burger King, ja, da steckt ja auch schon der König im Firmennamen drinnen. Aha. Und die ist auch tatsächlich zum Löwen gegründet worden. Im Übrigen auch die Rockband Queen. Ja, im Gruppenhoroskop hat die eine riesen fette Ballung im Löwen. Ist ja die Königin. Ja, also auch Löwe-Analogie. Und da kann man irrsinnig schön eben den Charakter modellieren von einem Unternehmen. Wobei das natürlich nicht nur diese einzelnen Sternzeichen sind, sondern es ist natürlich das ganze komplexe Geflecht, ja, mit den Planetenaspekten und so weiter. Aber schau, wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma gegründet hat, man wusste noch nichts von dir und von der Wirtschaftsastrologie oder der Markenbildung und jetzt laufen die Geschäfte schlechter. Was kann ich machen? Könntest du da beraten? Also zum Beispiel, sagen jetzt mal einen Drogeriemarkt. Ich habe einen Drogeriemarkt, da gibt es jetzt Naturkosmetik und herkömmliche Kosmetik, Windeln, Putzmittel. Könntest du mir da jetzt einen Tipp geben, wie ich den Umsatz steigern kann?
Ja, klar, weil es gibt ja keine schlechten Gründungsdaten, es gibt nur schlechte Strategien, um mit dem Horoskop des Unternehmens umzugehen. Mhm. Ja. Und da macht man halt manchmal den Fehler, dass man sich zu sehr vielleicht an die BWL-Lehrbuch-Leitfäden hält, mhm. ja, statt wirklich so seinen eigenen individuellen Weg zu gehen. Es gibt Firmen, die brauchen einfach zum Beispiel für eine Produktentwicklung 5-mal länger wie die Konkurrenz, aber dafür haben sie dann halt auch einen Volltreffer. Und wenn sie sich beispielsweise diese Zeit nicht nehmen, sondern sagen, ah, wir müssen es genau gleich durchpeitschen wie die Konkurrenz, wie die Mitbewerber, dann kann es sein, dass die natürlich ganz stark ins Hintertreffen kommen. Das heißt, das Horoskop zeigt immer den Schlüssel, wo man ansetzen kann, ja, und wo man auch den Mut haben kann als Unternehmen, um da einfach so sein eigenes Ding zu machen. Und das geht so in der Astrologie, also seinen Handlungsspielraum zu vergrößern und nicht zu verengen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt aber sehe, ich habe zum Beispiel, ich würde jetzt mal sagen, ich habe ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern und die sind jetzt alle irgendwie Fisch. Und die sind ja sehr spirituell, also ich bin auch Fisch, ja. Die sind sehr spirituell und irgendwie sind die eigentlich in der Buchhaltung nicht richtig. Was soll ich da machen? Soll ich dann die Fische alle entlassen? Nein, man muss immer schauen, in welchem geografischen Bereich man berät. Ja, so in Amerika, da wäre es wahrscheinlich üblich, dass man sagt, okay, hau mal die Hälfte raus und stell neu ein. In Deutschland, allein aufgrund vom Arbeitsrecht und natürlich zum Glück auch moralisch, ist das jetzt keine Option. Aber man findet immer auch bei den Mitarbeitern Hebel, wie man die nochmal besser arrangieren kann. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jetzt eine Firma, die sich rein auf irgendwelche Formalismen oder Buchhaltung oder sowas fokussiert, dass da so viele Fische drin sind. Genau. Ja. Also die sind von Anfang an ja so und so dann meistens nicht so präsent. Nee, genau. Ja. Okay. Und du erstellst Gruppenhoroskope. Also du erstellst dann von den Mitarbeitern Horoskope und schaust, wie die zusammenspielen oder wie? Genau. Also für ein Team zum Beispiel, da kann man dann sehr schön sehen, okay, wo ziehen die am Strang? Wo gibt es vielleicht Meinungsverschiedenheiten? Wo gibt es vielleicht innerhalb der Gruppe Spezialisten, die halt ganz was Besonderes können, wo sie so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal haben. Man sieht aber natürlich auch vielleicht, wo ballt sich's zu sehr, ja, und läuft dann vielleicht dem Teamzweck entgegen. Ja, also da kann man das nach allen Ecken und Enden analysieren, also eigentlich im Grunde in 4 Stufen. Erste Stufe vom Gruppenhoroskop ist, was macht die Gruppe als Gesamtheit aus, als so eigenständige Wesenheit. Dann das zweite ist, wie sind die einzelnen Mitglieder drin positioniert, also die Rollenverteilung sozusagen. Dann also die dritte Stufe ist so den Bereich der Gruppendynamik, all diese komplexen Verflechtungen, Netzwerke in der Gruppe, ja, wer mit wem und so weiter. Und im vierten Schritt kann man dann noch in jeden einzelnen von den Mitgliedern sozusagen hineinschlüpfen, in den seinen Wahrnehmungsring, ja, um aus dem oder ihrer Perspektive den Rest der Gruppe anzuschauen. Und da ist dann ganz erhellend, weil dann oft ein und dieselbe Gruppe aus diesen verschiedenen Blickwinkeln der einzelnen Mitglieder total verschieden wirkt. Ja. Sehr interessant. Okay, und jetzt angenommen, ich will erst ein Unternehmen gründen. Könnte ich dann zu dir kommen und dich fragen, wann ein guter Zeitpunkt wäre und wo ich es idealerweise gründe? Ja, da unterscheidet sich mein Ansatz von, ich würde mal sagen, 90% der Astrologen, weil, wie gesagt, es gibt keine schlechten Zeitpunkte, es gibt nur schlechte Strategien, damit umzugehen. Und von dem her sage ich immer grundsätzlich allen Unternehmern, bitte schaut nicht, dass der Mond da und da steht oder irgendwelche Konstellationen oder lasst euch auch nichts ausrechnen, weil es verfälscht dann nur diesen Zeitpunkt. Ja? Das ist ungefähr so, wie wenn du deine Uhr nimmst, die zeigt dir an, wenn es Mitternacht ist. Aber das heißt nicht, dass wenn du sie auf Mitternacht vorstellst, dass dann gleich die Sonne untergeht. Also das wäre so ein Fehlschluss. Also das heißt, ein wirklich gutes Diagnostikinstrument ist es dann, wenn man es aus dem natürlichen Geschehen heraus sich entwickeln lässt. Und da ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass der Unternehmer oder die Unternehmer, dass die dann gründen, wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist wirklich alles soweit. Ja, ich habe das so oft erlebt, dass Leute irgendwo sich einen Termin ausrechnen lassen und dann hetzen sie dahin und irgendwie klappt es dann eh nicht, weil Kahn und der Notar Verspätung hat und irgendwie Vertrag ist auch noch nicht wirklich gescheit durchgelesen. Und 2 Jahre später wundern sie sich, warum nichts draus worden ist. Ja, das sind eigentlich immer Umwege des Schicksals. Ja, Astrologie soll eben nicht sozusagen das Schicksal manipulieren, sondern so helfen, es zu verstehen. Wenn wir jetzt mal an eine Beispielfirma gehen wie an Apple,
Würdest du denn sagen, dass da astrologisch alles gepasst hat? Also ich meine auch mit dem Logo und so weiter, weil es war für Steve Jobs nicht so einfach. Erstmal war es ja kein Erfolg und es war relativ schwierig. Ja, klar. Aber jetzt hat natürlich, ist es natürlich die Firma schlechthin, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Apple wurde ja im April 1976 als Widder gegründet. Ja. Aber im Grunde steckt in erster Linie das Horoskop von Steve Jobs da drin. Der hatte den Jungfrau-Aszendent. Jungfrau ist ja das Motiv der Ernte, des Obstes, der vollen Früchte und so weiter, auch des Apfels. Und der Aszendentenherrscher ist der Merkur im 5. Haus im Wassermann. Das heißt, es geht darum, das Motiv dieser schönen Gärten und dieses Natürlichen und das Motiv des Erntens in eine technoide Umgebung reinzusetzen, nämlich in den Wassermann. Also da sieht man natürlich, dass er da in erster Linie sein eigenes Horoskop versinnbildlicht hat. Das ist spannend. Okay, aber wieder jetzt eine nächste Frage. Wir haben ja jetzt das Wassermann-Zeitalter. Das wird uns ja eine Zeit erhalten bleiben. Ich glaube, wie lang? 200 Jahre oder wie lang? Ja, da gibt es so verschiedene Unschärfen in der Definition. So ungefähr. Nee, weil Wassermann-Zeitalter ist eigentlich ganz ein anderes Motiv. Da geht es um den Punkt, der Frühlingspunkt, der durch die Präzision wandert. Was aber wir auch aktuell das Geistige. Haben, ist der Wechsel von der Erdepoche zur Luftepoche. Ja, genau. Ja. Und es wird uns jetzt eine Zeit bleiben. Nur wir haben ja jetzt auch den Pluto für die nächsten 20 Jahre im Wassermann. Mhm. Und bedeutet das wirtschaftlich etwas? Also was bedeutet das wirtschaftlich? Das heißt, es ist ein ganz starker Aufbruch. Ja, also das heißt, es ist Bereich virtuelle Realitäten, Bereich künstliche Intelligenz. Das sind so die typischen Motive. Also jedes Zeichen hat Licht- und Schattenseiten. Also das Positive ist natürlich das Mehr an Freiheit beispielsweise, das Mehr an Vernetzung. Die Schattenseite ist aber sicher auch diese extreme Verflechtung, ja, diese extreme Überwachung, diese extreme Reizüberflutung. Aha, ja, okay. Da kann jeder natürlich so sich selber ein Stück weit so seinen Weg dadurch bahnen und schauen, wo lässt er sich vielleicht eher drauf ein. Und wenn der Pluto in Wassermann läuft, dann gibt es eigentlich immer sozusagen die Umwertung aller Werte. Das heißt, gesellschaftliche Normen, Konventionen, die ja gerade jetzt die letzten 15 Jahre mit Blut im Steinbock nochmal ganz stark potenziert worden sind, die gehen halt Stück für Stück zu Bruch. Ja. Also praktisch könnte man sagen, früher hat man immer gespart auf dem Sparbuch und jetzt kaufen wir alle nur noch Kryptowährung. Ja, also klar, natürlich, Blockchain-Technologie ist sicher eine der Leittechnologien der Luftepoche. Und da geht es jetzt weniger um dieses Vermögensthema, was ja leider Gottes die meisten vor allem interessiert, sondern da geht es ja vor allem darum, wie wir vollkommen dezentral soziale Prozesse steuern können, ohne dass wir dazwischen irgendwie so ein Torwächter brauchen, ohne dass wir da irgendwie eine Behörde oder irgendwas dazwischen brauchen, die aufpasst, dass zum Beispiel unsere Verträge eingehalten werden. Ja, das läuft dann alles über die Blockchain und das ist dezentral, also Wassermann ist ja dezentral immer, das heißt, da wird es natürlich eine große Aufsplitterung geben in der Hinsicht. Mhm. Ja. Und gibt es Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsrichtungen, die nächsten Jahre sehr gefragt sind? Ja, also was aktuell natürlich jetzt die meisten schon am Schirm haben, vor 6, 7 Jahren, wo ich da drüber Artikel geschrieben habe, da hatten es die wenigsten noch am Schirm, künstliche Intelligenz. Ja, da sieht man, wie das allein in einem halben Jahr jetzt irgendwie schon ganz viel über den Haufen gekippt hat. Aber eigentlich das nächste große Ding, so ab den 2030er Jahren, das wird dann in erster Linie die virtuelle Realität. Ja. Also dass wir im Grunde alles, was wir hier so sehen, ja, was wir hier angreifen können, dass wir das genauso simulieren können bis in die 2050er Jahre hinein in einer Art und Weise, dass man es eigentlich gar nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden kann. Ja. Also das wäre das nächste große Ding. Das sehen wir auch an den verschiedenen, nicht nur Technologiezyklen, sondern auch an den Kulturzyklen, die damit verflochten sind. Mhm. Ja, und da wird es dann wieder ganz, ganz neue Ausdrucksformen geben. Ja. Also den letzten derartigen Buch hatten wir in den 1960er Jahren, wo ja wirklich beispielsweise in der Musik, ja, das ist ja alles hoch explodiert, was irgendwie bis heute uns prägt. Ja, also Mehrspur-Recording, Synthesizer, analoge Gitarreneffekte, große Gitarren-Amps und alles, was sich dann in den wenigen Jahren ab den 1960ern entwickelt hat an Musikrichtungen, gibt es eigentlich bis heute. Ja. Und heute tun wir eigentlich nur noch das so variieren
auch so ein Grund dafür, warum natürlich jetzt Musik für junge Menschen, die heute so Teenager sind, gar nicht mehr so das große Interesse ist. Aber eben der nächste große technologische Sprung, der eben dann auch wieder die Jugendkulturen und die Kulturen beeinflussen wird, das wird eben die virtuelle Realität sein. Das ist interessant, okay. Jetzt neben dieser astrologischen Markenbildung und Wirtschaftsastrologie, du bist ja auch Prognostikexperte, aber du schaust auch immer die, sag ich mal, Zeitqualität und die, ja, die Zeitqualität an. Was siehst du denn jetzt politisch im Moment so und was jetzt die nächsten 20 Jahre 50 Jahre passieren wird? Ja, also die nächsten ein, zwei Jahre, da wird sicher eines der Hauptmotive sein, der Kampf gegen die Mächtigen. Also all die, die jetzt so die letzten Jahre, Jahrzehnte ein großes Arsenal an Macht kumuliert haben, da geht es jetzt immer mehr los, dass die Menschen, die Bevölkerung dagegen aufsteht. Also direkt, wo das losgegangen ist, die Konstellation im März, da ist es ja dann auch in Frankreich, in Paris auf den Straßen, ja, bis zu 1 Million Menschen dort am Protestieren, in verschiedensten anderen Teilen der Welt, Israel haben wir gesehen und so weiter, bis halt hin hier zu in Deutschland, diese ganzen Generalstreiks, die wir da jetzt gerade von der Gewerkschaft haben. Also jetzt gibt es sozusagen das Aufbegehren, sozusagen diese Machtkonglomerationen aufzubrechen, damit die sich wieder ein bisschen gerechter verteilen. Ja, und das wird dann so ab 2026 zum deutlich neuen Weltwirtschaftssystem führen. Ja, so ähnlicher Bruch, wie wir damals nach der Wende hatten, 1990, Fall des Eisernen Vorhangs, nur dass es diesmal viel existenzieller sein wird. Ja, also, ja, was gibt es einen Währungsschnitt zum Beispiel? Das ist alles so im Bereich des Möglichen. Hm. Also künftig denke ich, es wird immer so gefragt, ja, wird es dann nur digitales Zentralbankgeld geben oder nur Bitcoin oder nur dies oder jenes. Genau. Das wird alles so parallel laufen. Ja, also Luftepoche ist ja Pluralismus, ist ja Vielfalt. Das heißt, da ist das alles irgendwie da und man verwendet es halt für verschiedene Zwecke und jeder kann sich es dann im Grunde aussuchen. Ja. Also ich denke, dass wir da in Europa in einer recht guten Ausgangslage sind, weil hier das Prinzip der Freiheit da ganz stark in unserer Kultur verankert ist. Jetzt beispielsweise andere Teile der Welt, ja, da muss man immer differenzieren, China zum Beispiel, da ist dieses Social Scoring System und diese totalitäre Überwachung, die sind definitiv jetzt bis in die 2040er Jahre zementiert. Ja. Und China ist auch zu befürchten, dass die nächsten 2 Jahre nochmal einige Schritte setzen werden, um da ihren Machtanspruch geltend zu machen. Ja, also man sieht immer, da gibt es immer so eine Aufspaltung dann auf der Welt. Also wenn auf der einen Seite total viel Freiheit, Pluralismus ist, ist auf der anderen dann eben das Gegenteil. Ja, also gleich wie beispielsweise die Hippie-Generation, Pluto in Löwe. Ja. Bei uns waren das die Hippies, die mit wallenden langen Haaren rumlaufen und freie Liebe propagieren und Selbstverwirklichung. Und hinterm Eisenvorhang, was war der Pluto im Löwe? Im Grunde halt die Verdrängung des Lebendigen, ja, und die Unterdrückung des Lebendigen. Also das ist halt Pluto, der polarisiert halt immer. Okay, also da darf man auf keinen Fall den Fehler machen, zu glauben, jetzt mit der Konstellation wird alles super toll und ja, eben, landen im Paradies. Gegenteil vielleicht. Das kommen halt andere Herausforderungen. Ja, aber kann man denn dann sehen, welche Seite gewinnt? Naja, das hält sich ja immer so ein bisschen die Balance. Also wie gesagt, also gerade China, da wird es dann eher so diese Unterdrückung der Freiheit mit technologischen Mitteln. Okay. Ich nenne das ja gerne den technoiden Neokommunismus, weil da wird das Gemeinwohl ins Schaufenster gestellt, aber im Endeffekt ist es halt ganz ein kollektivistisch orientierter Ansatz, das Individuum klein zu halten. Bei uns hoffe ich halt eben, dass es stärker Richtung Gemeinwohlökonomie geht, dass man sagt, okay, jeder hat so ein gewisses Minimum, keiner muss sich mehr Existenzsorgen machen. Dafür haben es ja die vorigen Generationen, Jahrhunderte auch gearbeitet. Aber es kann trotzdem jeder sich frei entfalten, frei entwickeln. Ja. Viele Leute haben ja Angst wegen der Inflation. Und viele Leute wissen auch nicht, wie sie ihr Geld retten sollen. Ja? Also soll man jetzt Immobilien kaufen, ist zu teuer, aber der Markt fällt ja jetzt auch schon wieder. Kann man sich wahrscheinlich eh nicht leisten, in München zum Beispiel. Also, oder was mache ich? Also wie kann man denn sein Geld anlegen? Siehst du da was? Also in der Erdepoche, an der Uni hat man gelernt, man kauft halt irgendein Aktienbündel oder einen Fonds, den lässt man 20 Jahre liegen und dann ist automatisch oder doppelt Gold, dreimal so viel wert. Gold kaufen. Ja, Gold, kann ich mich erinnern, so Anfang der 2000er Jahre, wo ich da mal einen Vermögensberater, der da an der Uni rumgelungert ist,
darauf angesprochen hat. Der hat gesagt, hat mir ausgelacht, hat gesagt, ja, Gold dümpelt jetzt schon seit 20 Jahren vor sich hin, das wird nie wieder was. Und erst dann ab 2000, 2001 ist dann hochgegangen. In so eine Phase kommen wir übrigens jetzt wieder rein. Also das es steigt Gold wieder, Gold, nochmal? Edelmetalle, nee, das ist eigentlich jetzt 2020 so auf dem Plateau ankommen. Also wie gesagt, inflationsbereinigt, ganz wichtig. Also wenn es 20% Inflation gibt, kann es auch mal 20% hochgehen. Aber im Grunde ist jetzt diese Edelmetallphase vorbei. Das ist ja eher, wenn es darum geht, alte Werte zu bewahren. Mhm. Gleich wie bei Immobilien. Ja, genau. Das waren so die zwei Königinnen in der Zeit Pluto in Steinbock, in der Spätsaisonphase der Erdepoche. Aber jetzt in der Luftepoche, da wird es halt vor allem Investments in hochvolatile, ja, digitale Werte. Das ist also da, was uns ansteht. Also Bitcoin, ja? Kryptowährungen, ETFs und alles, was da noch kommen wird. Gell? Aber natürlich auch immer typisch Luftepoche mit dieser extremen Volatilität. Ja? Das kann dann mal ganz schnell irgendwie zwei-, dreistellig hochgehen und dann aber wieder runtergehen. Das heißt, muss man aushalten. Das muss man aushalten und man muss da auch schnell sein. Mhm. Und eigentlich gibt es da zwei Strategien. Die eine ist, man kümmert sich, macht den ganzen Tag da nichts anderes, ist eher natürlich langweilig und sehr, sehr einseitig, damit würde ich mein Leben nicht verplempern wollen. Die andere ist, dass man sagt, ich streue es halt möglichst breit, ja, weil irgendwann geht es das wieder hoch und das wieder runter und schaue halt, dass ich da nicht zu viele Eier in einem Korb drin habe. Ja, okay. Gut, und jetzt wieder anderes Thema, weil du machst ja nicht nur Wirtschaftsastrologie, sondern du hast eine ganz spezielle eigene Methode entwickelt, mit der man eben sein persönliches Geburtshoroskop berechnen kann. Mhm. Das kann man ja auch auf deiner Webseite praktisch schon digital dann sich errechnen lassen. Es heißt Chronlex-Methode, habe ich das richtig gesagt? Ja, genau. Und was ist denn diese Chronlex-Methode, mit der ich mein Geburtshoroskop berechnen kann? Ja, also ich habe ja schon seit Jahren die Situation, dass ich einfach viel, viel mehr Beratungsanfragen habe, als ich überhaupt abarbeiten kann. Und dann dauert es ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis man einen Termin bekommt. Ist natürlich relativ, relativ teuer. Und mir war es einfach wichtig, dass jeder Mensch, egal welches Einkommen, und eben auch innerhalb von sofort einen guten, einen schönen Einblick in sein Horoskop erhält. Und habe da über viele Jahre einen eigenen Algorithmus entwickelt, da wirklich tausende Seiten Text dazu geschrieben, wo dann auf Basis von deinem persönlichen Horoskop individuell das alles so kombiniert wird, dass am Schluss ein 30-seitiger Text rauskommt, wo du sehr viel über dich erfährst, über deine Lebenssituation, über Dinge, wo du vielleicht noch Entwicklungspotenzial hast. Ja, also einfach, um da ein Stück weit wirklich schnell und unkompliziert auch so einen Einblick in sein Horoskop erhalten zu können. Aber schau, für was brauche ich denn überhaupt mein Geburtshoroskop? Ja, also wie ist das gut? Also es gibt hier mehrere Bereiche. Das eine ist natürlich der Bereich der Selbsterkenntnis, ja, der Diagnostik, dass man vielleicht da sieht, wo habe ich blinde Flecken, dass man sieht, okay, wenn ich da irgendwo in einem Problemkreis hängen, drin in so einer Schlaufe festhänge, was wären denn eigentlich die verschiedenen Lösungsansätze? Ja? Was wären denn vielleicht da bei Charaktermerkmalen, wo ich immer wieder selber mit zu kämpfen habe? Was wären denn da vielleicht die nächsten Übungs- und Entwicklungsschritte? Mhm. Also es geht ja darum, mehr zu sich selber zu finden und vor allem eben auch Überlagerungen durch unsere Sozialisierung auch ein Stück weit wieder loszuwerden. Ja, so oft ist ja so, wir spüren es in unserem Inneren, wer wir sind, aber dann wollen wir irgendwie das machen, was die Eltern sagen, was die Lehrer sagen. Das geht ja von Geburt an schon los, ja, und es ist oft dann schwierig für viele da eben auch rauszufinden oder auch, wenn man rausgefunden hat, zu schauen, okay, wo kann ich mich jetzt noch mal mehr entfalten, noch mal mehr entwickeln, was habe ich vielleicht noch für Talente hier im Verborgenen, die ich entweder vielleicht noch gar nicht weiß oder wo ich noch gar nicht den Mut hatte, die jetzt einfach mal rauszulassen. Mhm. Ja, oft ist das Horoskop auch so ein Geburtshelfer, um einfach das, was die Menschen eh schon irgendwie in sich spüren, aber sich nicht trauen, um das auch zu befreien. Ja. Kann so ein Horoskop auch sagen, in welchem Bereich man wirtschaftlich erfolgreich ist? Genau, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Weil, ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht für den Stier, der gern genießt, als Koch oder so oder als Bankangestellter. Mhm. Aber vielleicht ist der Fisch ein guter Pfarrer. Das kann man ja sagen. Mit den Sternzeichen ist natürlich jetzt zu einfach. Mhm. Aber kann man das auch so sehen, dass da ist der wirtschaftlich erfolgreich und da eher nicht?
Ja, wobei ganz wichtig ist, das Sternzeichen ist ja nur, wo die Sonne steht. Das ist ganz wichtig, weil das symbolisiert unser Verhalten, also wie wir unser Horoskop verwirklichen. Aber jedes Horoskop ist einzigartig. Wir haben ja den Aszendenten, die Häuser, die Aspekte. Selbst wenn du jetzt eine Zwillingsschwester hättest, die 10 Minuten nach dir geboren wäre, würde man schon leicht die Unterschiede im Horoskop sehen. Und in der Geschichte des Sonnensystems wiederholen sich diese Konstellationen in der Gesamtheit kein einziges Mal. Das heißt, man muss es natürlich schon in dieser Komplexität deuten und eben nicht nur mit dem Sternzeichen, weil sonst ist man schnell in diesen 12 Schubladen drin, in diesen 12 Stereotypen und da will ja keiner von uns an sich rein. Und so ist es ja nicht, ja. Gell? Genau. Okay. Und für Firmen ist ja auch wichtig, was die für ein, wie soll ich sagen, für ein, wie sie sich nach außen präsentieren, also was sie auch für eine Werbung machen. Kann man da im Horoskop dieser Firma auch sehen, diese Firma sollte jetzt mehr Fernsehwerbung machen, diese Firma sollte mehr Plakate, oder kann man sowas auch sehen? Also wie? Ja, da wären wir natürlich schon sehr im Technischen. Also was man extrem gut machen kann, das sind halt Markenstrategien zum Beispiel, wo man da wirklich dann schildert, was wären denn so potenzielle Kernslogans, was sind so Farben, Formen und Farben auch und so weiter. Ja, das ist ja, was die Persönlichkeit in erster Linie mal transportiert bei einer Marke. Ja, da geht es ja darum, dass das nicht irgendwie nur so eine abstrakte, neutrale Firma ist, sondern dass es mit Emotionen, mit Gefühl aufgeladen wird. Ja. Und das ist, was man mit dem Horoskop sehr, sehr gut machen kann. Auch dann zu schauen, okay, was sind denn vielleicht neue Zielgruppen, ja, oder auf welcher Ebene spricht man den Leute besser an. Jetzt, ob das jetzt über Google SEM läuft oder ob das über Plakatwerbung oder über Messeauftritte oder was auch immer, das ist ja dann rein die technische Umsetzung. Ja. Aber da, klar kann man sich auch sagen, wenn es jetzt mehr eine konservative Zielgruppe ist, naja, dann ist vielleicht doch eher eine Postwurfsendung, aber da sind wir dann schon sehr im Technischen drin. Also die Stärke von der Astrologie ist ja, bevor es zum Technischen kommt, ja, das Konzeptionelle. Und kann man im Horoskop dann auch etwas abwenden, zum Beispiel sehen, jetzt angenommen, eine Firma stellt Handytaschen her, aber plötzlich nächstes Jahr wird es ganz viele andere Handytaschenhersteller auch geben und es wird dann ein Absatzproblem geben. Ja, oder gibt es sowas? Kann man sowas sehen, dass es jetzt schwierig werden könnte für die Firma? Im Grunde, ich habe ja in der Wirtschaftsastrologie 3 Bereiche in Unternehmensberatung. Das erste, das ist so der Bereich, was wir jetzt gerade besprochen haben, Markenentwicklung, also Astro-Branding. Das zweite, Astro-Personal, also das heißt, wie finde ich die richtigen Menschen, um diese Ziele zu erreichen. Und das dritte oder eigentlich das erste, was ganz zu Beginn steht, ist ja der Bereich Astro-Strategie. Ach so. Das heißt, da macht man eigentlich schon so Projektionen, Szenarien, Vorherschauen für die nächsten Jahre. Und also was ich jetzt gerade ganz massiv hatte, gerade in der Anfangszeit, wo ich da begonnen habe, damit 2015 bis 2018, dass ich gesehen habe, okay, 2020, da tut sich bei allen Unternehmen, gibt es da einen Riesenbruch. Ja? Und da war klar, okay, ihr müsst im Grunde ganz wichtig konsequent durchdigitalisieren, weil sonst wird es ab 2020 schwierig. Und im Nachhinein gesehen wissen wir ja auch, warum. Ja, also die 2020 schon digital aufgestellt waren, die haben dann teilweise sogar nochmal ihren Umsatz deutlich vergrößert. Und die anderen haben nicht mal mehr gewusst, wie sie irgendwie ein Geld reinkriegen sollen. Nächster Schnitt war ja dann eben 2022. Also da haben einige Kunden gesagt, gerade die, bei denen es dann gut gelaufen ist, 2020, 2021, und gesagt haben, oh, jetzt müssen wir doch nochmal eine Lagerhalle bauen und jetzt wollen wir dann nochmal dies oder jenes aufstocken und Mitarbeiter einstellen. Und gesagt, passt auf, da 2022, da kommt hier eine Kontraktionsphase rein, ja, also wo es eher darum geht zu konsolidieren, eher zusammenzuhalten die Dinge, da läuft man dann schnell in eine Liquiditätsfalle rein, wenn man da einfach zu viel dann da gerade am Investieren ist. Und wo es dann mit der Inflation losgegangen ist, Ukraine-Krise und so weiter, waren die richtig froh drum. Also das ist genau das, was man mit Astrologie halt dann doch so ein Stück weit gut in einen Rahmen setzen kann, also dass man dann in solche Fallen eben nicht reinläuft. Gell? Hat man denn eigentlich, weil ich finde, das ist wirtschaftlich auch interessant, hat man denn Corona astrologisch vorhersehen können? Ja, also ich hatte ja da 2016 schon in Astrologie heute einen großen Artikel geschrieben über den Systembruch 2020, der da kommen wird, wo es dann ganz massive Einschneidungen und Beschränkungen von Rechten geben wird, wo eine starke Faust des Staates durchgreift und so weiter. Also genau eigentlich beschrieben, wie das dann 2020, 2021 war.
dass es jetzt eine Seuche ist. Ich hatte da 3 Szenarien. Ja, das erste, das war irgendein externer Schock, irgendeine Umweltkatastrophe. Das zweite halt irgendein Krieg und das dritte halt, dass das irgendwie über eine Pandemie oder über eine Seuche läuft. Klar, da hätte man noch ein bisschen mehr ins Detail gehen können, aber dass dieser Systembruch 2020 kommt, das war klar. Und was ja das Spannende ist, ist ja nicht nur zu sagen, was passiert denn da auf dieser Weltbühne, weil es ist ja nur im Grunde Kulisse. Spannend ist ja, was steckt denn da dahinter? Genau. Also das heißt, was will uns das sagen? Und im Grunde dieser Systembruch, da ging es halt darum, dass alle mal im Grunde mit 180 auf der Autobahn einfach mal Vollbremsung machen und sich mal überlegen, was machen wir hier die ganze Zeit? Ja? Und gerade für innere Entwicklungsprozesse, da die letzten 2-3 Jahre, war das ja für die meisten Menschen ein Riesenfeuerwerk. Ja? Plötzlich sitzt man zum ersten Mal daheim im Homeoffice, hat mal länger als 5 Minuten Zeit, sich über irgendwas Gedanken zu machen, also sich zu überlegen, ja, ist das überhaupt das, was mir Spaß macht hier in meinem Beruf oder nicht? Will ich den Beruf überhaupt? Will ich den überhaupt haben? Ja, wäre nicht gescheiter ganz was anderes. Und ja, das war eigentlich eine ganz, ganz wichtige Katharsis, weil wir sonst ja aus dieser kapitalistischen Konsumgesellschaft, die sich so im Laufe der Erdepoche seit dem Jahr 1800 grob entwickelt hat, ja, sonst gar nicht mehr freiwillig rausgefunden hätten. Ja. Und ich hatte es ja damals gesagt, bitte nutzt das als Chance, weil es ist jetzt geht gar nicht darum, traurig zu sein, was man jetzt alles nicht mehr kann. Es geht darum zu sagen, okay, wie wollen wir denn eigentlich die nächsten Jahrzehnte gestalten? Aber ist es dann auch so, jetzt angenommen, wenn man sowas sieht, also wie sieht man sowas astrologisch, dass sowas kommen kann? Also an welcher Konstellation erkennt man das? Ja, du hast halt verschiedenste Zyklen, die ineinander greifen. Also es ist ja nicht so, dass dann eine Konstellation ist dann dies und eine Konstellation ist jenes. Du musst dir natürlich immer all diese Zyklen, die müssen in einer Synthese, in einem Gesamtbild zusammenschauen. Jetzt der Corona-Bruch, was da federführend war, unter anderem, dass es eine Konjunktion gegeben hat von Pluto mit Jupiter und Saturn. Ja, also gleich 3 hier in einer Ballung im Steinbock. Aber da gab es natürlich auch noch viele andere Beobachtungen, die man damit reinnehmen muss, um ein Gesamtbild zu erhalten. Ja, weil eine Konstellation kann vieles sein. Ja. Ein Sternzeichen, ein Fisch, eine Fischin kann vieles sein. Ja? Die kann im Esoterik, im spirituellen Bereich genauso sein wie in der Medienbranche oder wie in einem Helferberuf. Ja? Oder als Pfarrer. Ja. Und was es aber genau ist, dazu muss man sich dann immer eben ganz viele weitere astrologische Faktoren anschauen. Und das ist eben ein Riesenunterschied zu dem, was wir landläufig, was viele Menschen in der Öffentlichkeit für ein Bild von der Astrologie haben. Die glauben, das ist halt 12 Zeichen, da erzählt man dann irgendwas und fertig. Im Grunde ist es die älteste Systemtheorie der Menschheit. Ja, also wo man wirklich irrsinnig komplexe Prozesse mit so einem Chart, mit so einer Radix abbilden kann. Jetzt wenn du bezüglich dir selber und deiner wirtschaftlichen Situation schaust, wie machst du das? Was ist da wichtig? Was beachtest du da jetzt in der Astrologie? Ja, also für mich selber schaue ich so einmal im Jahr, setze ich mich mal so einen Abend hin und gucke halt, was sind die nächsten 2, 3, 4 Jahre, was steht da an? Und dann mache ich frei. Ja? Also ganz wichtig, es gibt ja diese, ich nenne es gerne Transitis, also das ist gerade, wenn man so mit Astrologie begonnen hat und dann vielleicht schon so ein bisschen was weiß, dass man wegen jeder Kleinigkeit dann in seinen Transiten, in seinen Konstellationen nachschaut. Oh nee, jetzt kann ich das E-Mail nicht verschicken, na, jetzt treffe ich mich lieber übermorgen mit der Freundin und so weiter. Also das mag jetzt lustig klingen, aber da gibt es halt echt viele, die da reinkippen, ja. Und dann ist es ein Gefängnis. Ja, dann wird es ein Korsett. Das geht nicht. Mehr an Freiheit ist es dann, wenn du dir deine großen Leitplanken der nächsten Jahre anschaust und siehst, aha, das sind jetzt so die nächsten großen Meilensteine. Und dann aber wieder weiter frei agieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist im Übrigen auch, was ich meinen Klienten empfehle. Ja? Also ich habe gar kein Interesse daran, dass jemand irgendwie jedes Monat wieder in die Beratung kommt, weil ich sage immer, okay, bei dem, was wir jetzt besprechen, da hast du jetzt mal mindestens ein Jahr oder 2 zu tun. Ja, und das ist dann auch in der Regelfall so. Ja. Umso besser. Sieht man denn astrologisch was zum Ukraine-Konflikt? Kann man da was sehen? Ja, also mit Russland sieht man halt schon, dass da so um 2025 rum, 26 rum, dass da ein Regimewechsel kommt. Also man kann sich jetzt vielleicht eh schon langsam ausmalen, in welche Richtung das gehen wird. Und bis dahin wird es, denke ich, halt jetzt so weiter vor sich hin gären. Ja, also Wladimir Putin, der ist ja ein ausgezeichneter
Stratege, leider. Ja, es hat ja irgendwie 5 Planeten in der Waage. Und der weiß halt genau, wenn der so macht, wenn ich so mache, macht der so, mache ich so, macht der so, mache ich so. Also das ist halt dieses taktische Denken dann, was man in der Waage sehr, sehr gut beherrscht. Und ich denke, der hat von Anfang an es gar nicht auf einen schnellen Sieg angelegt, sondern einfach darum, da jetzt so einen Anlassfall zu schaffen für diesen Umbau des Weltwirtschaftssystems. Ja? Mhm. Also sozusagen das Ende des klassischen Westens, ja, unter Vorherrschaft der USA, die sozusagen weltweit alles mit der freien Marktwirtschaft ja dann zugepflastert haben, hin jetzt wieder zu so einer multipolaren Weltordnung mit einem ganz, ganz wichtigen neuen Machtblock, da China, Russland, Indien so mit dabei. Und das war im Grunde einfach so ein Anlassgeber, so schlimm und dramatisch das natürlich ist, gerade für die Menschen, die dort wohnen und ihr Leben verlieren und ihr Hab und Gut verlieren. Mhm. Ja. Ist halt leider manchmal sehr zynisch in der Weltpolitik. Und jetzt, die Bevölkerung hat ja jetzt nach Corona schon viel hinter sich, sage ich jetzt mal, an negativen Nachrichten und an negativen erlebt. Und jetzt kommt der Ukraine-Konflikt, die Inflation. Was sagst du denn, was ist denn das Wichtigste, wie man sich jetzt ausrichten sollte? Also was jetzt auch die Sterne sagen, wie wir uns ausrichten sollen für die nächsten Jahre? Ja, das ist mehr im Jetzt sein oder mehr flexibel sein oder mehr, kann man da was sehen? Ja, also es läuft ja eigentlich fast immer so, wie wir es jetzt auch in unserer Fragenchronologie hatten, gell, dass man relativ schnell mal fragt, wie kann ich mein Vermögen sichern oder wie kann ich jetzt mein Geld in Sicherheit bringen? Und das ist ja, also vor 5 Jahren hat es noch kein Mensch interessiert. Seit 2020 ist es in fast jeder Beratung immer die erste Frage. Und da kann man nur sagen, in euch selber investieren ist das Allerwichtigste. Ja, also wenn ihr da immer schon mal eine Ausbildung machen wolltet, euer eigenes Business aufbauen wolltet, irgendwo hinreisen wolltet, was Neues kennenlernen wolltet und ihr habt immer gesagt, nein, ich muss jetzt Geld zusammensparen für schlechtere Zeiten. Für schlechtere Zeiten muss man nicht mehr sparen. Ja, es ist wirklich, was ihr in euch selbst an Erfahrungen und an Wissen investiert, das kann euch ja niemand nehmen, das kann ja keine Inflation wegfressen. Ja. Und das ist da immer das Allerbeste. Das finde ich total Gold wert, der Tipp. Weil das, was ich kann, da werde ich immer gebraucht, wenn ich viel kann. Gell? Ja, und Luftepoche, da geht es halt wirklich um Ideen, da geht es ums geistige Prinzip. Da geht es nicht mehr ums Haben, sondern um das, was wir im Kopf drinnen haben. Ja, also Informationen, Daten, Ideen sind das neue Gold. Und in eure Ideen zu investieren, das ist immer das Allerbeste hier. Ja? Und da, wenn es dann vielleicht mal nicht klappt, dann geht es halt weiter, dann geht es zum Nächsten. Aber das ist halt die Luftepoche. Also die Zeiten, wo vielleicht der Großvater schon bei derselben Firma gearbeitet hat und die Eltern und man selber dann auch wieder und die Kinder sollen auch dort. Das war ja so ein bisschen so das Idealbild so der Erdepoche. Das ist halt definitiv vorbei. Manche mögen dem nachtrauern, aber ich würde mal sagen, die meisten von uns sind eher sehr, sehr froh, dass wir nicht mehr in so einer starren, rigiden Welt jetzt leben. Ja. Und da diese Offenheit und diese Chancen nutzen, ja, und raus aus den Trampelpfaden der Gewohnheit, aus diesen selbsthypnotischen Zirkeln, wo aus wir immer drin laufen. Aus der vermeintlichen Sicherheit. Genau. Ja. Super. Also ich danke dir sehr für dieses Interview und für diesen tiefen Einblick jetzt, auch wirtschaftlich, politisch. Und man versteht einfach jetzt auch ein bisschen mehr die Situation, muss ich sagen. Also ganz toll. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Ja, danke dir ganz herzlich, Bettina. Hat viel Spaß mit dir gemacht und alles Gute. Mir auch, gell? Danke. Liebe Zuschauer, also da hat uns jetzt hier der Christoph sehr viel Weisheit mitgegeben, wie wir uns im Wassermann-Zeitalter mit Pluto-Betonung aufstellen können für die nächsten Jahre. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt und dann bis bald, bis zum nächsten Interview, eure Bettina.